70% der Bevölkerung leidet mindestens einmal im Jahr unter einem schmerzenden Rücken. Was sollten wir tun, wenn es nicht nur bei dem einen Mal bleibt? Und wie halten wir unseren Rücken gesund, schon bevor er sich bemerkbar macht? Wie können wir uns nach einer Erkrankung oder einem Unfall wieder in Bewegung bringen? Viele Fragen, auf die es im Reha-Zentrum Alte Schwimmhalle der Ruppiner Kliniken die passenden Antworten gibt. Das Besondere bei uns ist so dieses interdisziplinäre Zusammenwirken, dass wir also eine ganz enge Verknüpfung haben zwischen unseren Therapeuten, zwischen unseren Trainern und Sportwissenschaftlern und dass wir auch eine hohe ärztliche Kompetenz im Haus haben. Sobald es medizinische Fragestellungen gibt, kann das halt unmittelbar geklärt werden. Die Bedingungen sind hervorragend. Wir haben also eine eigene Sport- und Gymnastikhalle. Wir haben ein wunderbares Therapiebecken für Aktivitäten im Wasser, sowohl in der Krankengymnastik als auch in vielen Kursprogrammen, Aquafitness. Und natürlich unsere Sport- und Trainingskompetenz, also sehr interessante Angebote. Hier im Gesundheitszentrum sind es drei große Säulen, die sich als Fundament für die Arbeit der Therapeuten wiederfinden. Zum einen geht es um die Vorsorge, die Prävention. Die zweite Säule, die Therapie, da haben wir einen Fokus besonders bei der manuellen Therapie und bei der medizinischen Trainingstherapie, des sogenannten muskulären Aufbautrainings. Und im Bereich der Rehabilitation betreiben wir ambulante Reha für die Berufsgenossenschaften, Privat- und Haftpflichtversicherungen. Und dort steht sozusagen die Komplexbehandlung im Fokus. Hochdrücken, hochdrücken, hochdrücken. Raus und wieder rein. Okay, nochmal zur Mitte. Die Füße hochziehen, ja, anheben, hier anheben. Genau. Marco Liebsch ist Leiter der Physiotherapieabteilung. Im gesamten Zentrum arbeiten 38 Therapeuten und Therapeutinnen der unterschiedlichsten Berufsgruppen. Ein über viele Jahre gewachsenes und gut ausgebildetes Team. Wir haben ein sehr, sehr hohes Fort- und Weiterbildungsniveau bei den Therapeuten, damit wir verschiedenste Werkzeuge haben, um den Menschen eben auch helfen zu können. Es gibt nämlich nicht das eine Konzept bei diesen Patientenproblematiken, sondern wir brauchen verschiedenste Werkzeuge, denen wir uns dann eben auch bedienen können. So ist es klar, im Reha-Zentrum gibt es vor jeder Therapie eine erste fundierte Analyse des Ist-Zustandes. Keine Brille ohne Sehtest und kein Rückentraining ohne Muskelfunktionsanalyse, weil nur da erkennt man die Schwachstellen, die vielleicht existieren. Ja, und dann wird Ihnen von einem Fachmann ein Trainingsplan erstellt. Und den können Sie dann frei gewählt in festen Terminen absolvieren oder im medizinischen Fitnesstraining dann, wenn Ihnen danach ist, wenn es Ihre Freizeit zulässt. Mit einer zunächst erfolgreichen Therapie ist es gerade bei Rückenproblematiken nicht getan. Auch der Weg danach in Bewegung zu bleiben ist Teil einer lebenslangen gesunden Haltung zum Rückgrat. Über den Reha-Sportverein, der auch noch hier mit integriert ist, haben wir die Möglichkeit, diesen Menschen dann auch weiterführende Bewegungsangebote zu geben, damit sie dann aufgefangen sind, in der Gruppe arbeiten können und somit langfristig für sich den Wert von Bewegung eben auch erkennen. Einfach die Turnschuhe in die Hand nehmen und den Weg zum Reha-Zentrum einschlagen. Rückenschmerzen können also durchaus auch eine Chance bieten, gestärkt aus dieser Erfahrung zu gehen und vielleicht auch eine ganz neue Form der Bewegung, wie die beim Bogenschießen, als neu gewonnenes Hobby mitzunehmen.